Ja, hallo Freunde der Spiegelton und willkommen bei Songs of Conquest. Die zweite Mission der ersten Kampagne, die Bürde der Herrschaft, die Tragödie bei Hoffnungslichtung, noch wach in ihrem Geist, machte sich Cecilia tapferherz an die rasche Verfolgung der barianischen Söldner, welche Gräfin Hammond angeheuert hatte. Sie musste nach Ashborn eilen, um ihre Liegenschaften zu schützen. Wahrscheinlich gab es in der Region noch viele Menschen, die der Familie Hammond treu ergeben waren, sodass sie mehr Kräfte benötigen würde, bevor sie sich den Söldnern Barias stellen kann. Sie musste sich an eine alte Freundin wenden, Vilja von Dornenclip. Vilja fürchtete keinen Kampf mehr. Als sich Cecilia Streitmacht der Straße nach Dornenclip näherte, vernahm sie den Schlachtenlärm aus den nahegelegenen Wäldern des Südens. Sie drängte ihre Truppen zur Eile. Erstmal Schild anklicken. Als sich Cecilias Streitmacht dem Ort der Schlacht näherte, sahen sie, dass diese so gut wie vorüber war. Als Siegerin triumphierte eine Hüterin in den Farben von Tapferherz, Vilja von Dornenclip. Vilja wischte das Blut von ihrer Axt und stapfte zu Cecilia rüber. Sei grüßt, Cecilia. Herzlich willkommen. Ich war gerade dabei, ein wenig zu jäten. Ein paar widerwärtige Unkräuter wollten diese Straße in Beschlag nehmen. Ich schätze, sie wussten nicht, dass ich meinen Garten in Ordnung halte. Grüße, Vilja, alte Freundin. Verzeih, dass ich beim Gärtnern störe. Aber falls dieses Unkraut aus Raubrittern besteht, so denke ich, dass ich die Wurzeln kenne. Gräfin Hammond hat Barianer angeheuert und sie sind auf dem Weg nach Ashborn. Das Urteil eures Vaters gegen den alten Grafen war zu hart und nun zahlt euer Volk den Preis dafür. Ein zu spät entrichteter Tribut sollte kein Grund für eine Hinrichtung sein und dann seinen Erben zu verbannen, das ist eine tiefe Wunde, wenn wir sie heilen könnten. Was geschehen ist, ist geschehen und mein Vater handelte im Einklang mit dem Gesetz. Ich muss mich jetzt um Gräfin Hammond und ihre gedungenen Barianer kümmern. Bist du dabei? Meine Macht steht euch zur Verfügung, wie eh und je. Doch etwas verzögert die Lieferung von himmlischem Erz und antikem Bernstein aus unseren Minen im Westen. Erst nahm ich an, es seien diese Banditen, aber die wussten nichts davon. Das müssen schon wieder Hammonds Söldner sein. Das sollten wir zuerst angehen. Wir werden all unsere Kräfte benötigen, ehe wir uns den Barianern stellen. Ich glaube nicht, dass Hammonds Streitkräfte dahinter stecken. Irgendwas stimmt hier nicht, Cecilia. Ungeachtet deiner Gefühle müssen wir handeln. Versammle deine Truppen und triff mich in Dornenclip. Sehr wohl, alte Freundin. Ich werde euch in Dornenclip erwarten. Cecilia Tapferherz darf nicht sterben. Erstmal die Sachen beanspruchen, die hier rumliegen. So, große Siedlung beansprucht. Und jetzt ist es übrigens die Geschichte. Jetzt haben wir Dornclip hier genommen. Man kann die Siedlung, einmal kann man hier Hüter rekrutieren. Wenn man denn auch genug, also mehrere Hüter aufstellen da kann, dafür muss man mehr Städte haben oder die Städte halt upgraden. Oder man kann auch die Siedlung halt hier upgraden, dafür braucht man halt Stein, Holz, Gold erstmal, später braucht man spezielle Sachen und man bekommt halt extra Baustellen. Die Baustellen in diesem Gebiet sehen wir hier außen. Da gibt es halt hier schon diesen Bauernhof, der halt Gold generiert, die Schenke, die Bänkelsänger zum Rekrutieren gibt. Man kann diese Gebäude auch nochmal upgraden, um weil andere Truppen teilweise freizuschalten oder dass sie mehr Gold produzieren wie hier. Und an freien Bauplätzen wird automatisch angezeigt, was wir hier bauen können. Wir können jetzt nämlich zum Bauernhof bauen, um noch mehr Gold zu bekommen, Steinbruch, um Stein zu generieren, Sägewerk, um Holz zu generieren. Und bei nächste können wir auch zum nächsten Bauplatz rüber gehen, wo wenn wir hier eine Kaserne bauen könnten, ein Schloss oder einen Marktplatz. Beim Marktplatz können wir übrigens Ressourcen kaufen und verkaufen. Bauen wir hier erstmal ein Sägewerk für 1200. Wenn wir den besuchen, können wir übrigens Truppen rekrutieren. Das kannst du auch vorher machen. Hier ist übrigens das Aufrüstungsfeld. In die Verteilung können wir immer rekrutieren. Und wir können auch den Hüter im Gebäude platzieren, um die Stadt mit dem Hüter zu verteidigen.
Man kann auch Stadtmauern bauen später. Das ist auch nochmal so eine Nummer. So, da wird das Sägewerk vollendet. Kriegen wir eine kleine Nachricht unten rechts, wo mein Kopf drüber ist. Jetzt kriegen wir ein Holz jede Runde. Ja, da bräuchte man eigentlich 5 Steine für. Ist natürlich, hätte ich vielleicht doch vielleicht die Steingeschichte bauen sollen zuerst. So, noch ein paar mehr Baden. Einige Milizen sammeln sich auf der Zufahrt zu den Minen. Gnädige Frau, die Minen wurden von den Bestien des Waldes überrannt. Die Fae greifen an. Fae, habt ihr die Grenzen der Buchwildnis verletzt oder schlimmer noch, Bäume in den Wäldern gepflanzt? Sag mir die Wahrheit. Nein, Cecilia Tapferherz, wir kennen die Tradition hier und verstoßen niemals dagegen. Erst vor ein paar Tagen schwärmten die Fae-Geister aus der Bruchwildnis und griffen alles an, was sie zu Gesicht bekamen. Wir flohen und so finden wir uns hier. Und so findet ihr uns hier. Vor ein paar Tagen, dann war das vor der Übertretung durch die Milizen bei Feuersteinhügel. Wir werden versuchen, diese Geschöpfe zur Vernunft zu bringen, obgleich wir zuvor erfolglos waren. Sollte die Vernunft versagen, wird unser Schwert wieder für Ordnung in Dornclip sorgen. So, da unten ist, wieder ein Holzfäller. Wilde kleine Fahlgeister umschweren das Sägewerk, bedrohen die Tapferherzstreitkräfte kreischend. Verräter! Wertlos! Eidbrecher, verräter Menschen! Wir haben keinen Eid gebrochen, Fahlgeister. Verlasst dieses Land umgehend oder es wird euer Tod sein. Sturmhelm nimmt sich Schlender. Wohltod zurückholen. Wir bringen Tod. Da sieht man übrigens, man kann auch Truppen aufteilen. Vor allem in Bezug, sag ich mal, auf gleiche Truppenarten. Du musst ja nicht alle Truppen immer in einen großen Stack packen. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. So. Jetzt haben wir natürlich eine Einheit, die einen Buff machen kann. Wie zum Beispiel fürchte keinen Feind, plus 5 Verteidigung für die Verbündeten. Können natürlich auch im Nahkampf kämpfen, die Baden. Aber ich finde 5 Verteidigungen für diesen Buff nicht so viel. Und du kriegst 10 Verteidigungen für, Stack der Buff? Ich muss das nachher nochmal überprüfen. Dann wird das was anderes sein, aber ich finde das halt nicht so viel. So, das Holz-Ding möchte ich gerne verkaufen. Das kannst du nämlich auch machen. Dann bauen wir hier lieber keine Bauernhütte. Schenke haben wir ja schon. Sondern lieber den Steinbruch. Kann man theoretisch auch upgraden, braucht man aber antiken Bernstein dafür, den haben wir ja zurzeit gar nicht. Können wir natürlich auch einen Marktplatz bauen und das darüber holen, aber... So. Nimm die Sauffeder plus 9 Offensiv, da sehe ich gerade, da hat er nicht richtig gewechselt, weil der das Schild nicht ablegen will, weil das ja auch noch plus 5 Verteidigung bringt. Und die beiden zusammen bringen halt mehr. Plus 5 Offensiv, plus 5 Verteidigung, hast also 10 Statpoints und deshalb hat er nicht gewechselt, weil das hier plus 9 Offensiv wäre nur. Passt da nicht gesamt. Unten links kann man übrigens auf die Städte, die man besitzt, drauf zugreifen. Thank you.
komm, holen wir erst den Marktplatz. Dann können wir genau die Sachen kaufen, die wir benötigen. Einkauf ist aber teuer. Es reguliert sich auch nicht, dass der Preis steigt oder fällt. Dementsprechend, wie viel man einkauft, das sind festgesetzte Preise. Altes Schlachtfeld haben wir wieder Stärke bekommen, aber offensiv abgezogen. Steinholz, Aussichtstürme kennen wir übrigens auch noch aus, ich glaube bei Heroes of Might and Magic waren die auch immer vertreten, um ein ganzes Gebiet aufzudecken. Während die Tapferherztruppen das verwüstete Gebiet erkundeten, melden sich einige Späher aus dem nahegelegenen Spähturm. Grüße Herrin, wir haben uns just aus den Bernsteinminen zurückgezogen. Die Fae haben die Kontrolle übernommen und sind uns zahlenmäßig überlegen. Die Fae brauchen keinen Bernstein, warum sollten sie unprovoziert ihre Wälder verlassen? Wir haben Kampfschreie mit dem Wort Sturmhelm vernommen. Es war furchterregend. Sturmhelm könnte so etwas wie ein Anführer sein. Vielleicht können sie uns sagen, welche Tat den Frieden gebrochen hat. Schließt euch uns an, wir bringen die Minen wieder an uns und suchen diesen Sturmhelm. So, euch muss ich mal zusammenlegen. Dann können wir die Bogenschützen auch mit in die Truppe reinnehmen. Nein, auf den Marktplatz gehen. Wir kaufen jetzt noch zwei Steine. Dann können wir nämlich jetzt die Stadt upgraden. Zip, dann kriegen wir neue Bauplätze. Waldläufer geht nur mit Forschung. Also beziehungsweise man muss, wenn man das Gebäude baut, muss man eine Forschung machen. Die Waldläufer mobilisieren, das macht man über das Gebäude. Und dann kann man auch Waldläufer rekrutieren. So, dafür brauchen wir aber auch wieder 5 Steine. Wir können übrigens auch hier rechts oben den Marktplatz öffnen. Wir müssen aber nicht immer in die Stadt gehen. Und hier beim großen Ding können wir, wenn wir die Ressourcen haben, die Rüstkammer oder die Akademie bauen, um Forschung zu betreiben. Können wir noch machen, dann können wir den Bauernhof upgraden, dann kriegen wir 300 Gold mit dem. Ich überlege gerade, ob ich da überhaupt schon hin will. Obwohl doch, ich habe genug Truppen. Aber lass uns erst die Steinstätte oben freiräumen. Kommt her, ihr Klein. Plöpp, auch weg. Es geht übrigens auch, dass wenn deine Armee sehr viel stärker ist als die Armee des Feindes, fliehen die. Da musst du nicht kämpfen, du kriegst halt dann die Belohnung automatisch. Und die Feindtruppen entfernen sich automatisch von dir. Einkommen plus 100, deine Truppen erlangen 10% Fernkampfschutz. Nein, wir machen das mit Kommandieren.
So, Kaserne steht. Jetzt müssen wir nur 10 Holz und 1500 Gold investieren. Dann produzieren wir auch Bogenschützen. Und man kann immer hier rechts bei den Truppeninformationen einsehen, wie viele Truppen unrekrutiert in den Siedlungen sind. Oder jetzt in der großen Siedlung zum Beispiel hier. Und die füllen sich halt um plus 2 auf. Hat alles ganz gut gemacht. Was brauche ich eigentlich hier? Holz, Schimmergewebe, antiker Bernstein. Ja, ist alles zu teuer. Da kann ich nicht hoch. Okay, das hätte ich wirklich zuerst machen sollen. Das ist übrigens so eine Sache gerade mit Rechtsklick. Springt er ja automatisch dahin, wo ich hingelaufen bin. Also er beschleunigt die Bewegung. Man kann, wenn man eine Bewegung geklickt hat, nicht abbrechen diese Bewegung mehr. Bin dafür noch ein bisschen zu schnell immer am Rumrennen. Ich müsste da ein bisschen mehr Ruhe reinbringen in meine Spielart. Was man übrigens noch zu fein sagen kann, jetzt in der Kampagne, also jedenfalls in den Missionen, die ich bis jetzt gespielt habe, verstärken die sich nicht. Bei einer Scharmützelkarte ist das so, umso länger, also umso mehr Zeit du dir lässt, umso stärker werden die Feindverbände, die auf der Karte zu finden sind. Okay, ihr seid trotzdem außerhalb der Reichweite, okay. Aber ich kann mich ja nochmal bewegen. Da werden wir übrigens angehalten, weil wenn du an Gegner vorbeigehen willst, haben die eigentlich einen Schlag frei. Das aber hält er an der Stelle an. Da gibt es ein ganz schönes Entwicklervideo davon, wie sie es gemacht haben, dass die eigenen Truppen nicht mehr versuchen, durch dieses Gebiet zu laufen, sondern eher eine Route außerhalb von diesem Reaktionsgebiet sich zu bewegen. Wir haben eh ganz viele KI-Videos gemacht. Das ist halt schon eine interessante Geschichte. So, antike Bernsteinmine. Hier, um die Schlacht manuell zu machen, weil sie hübsch sind. Weil es einfach ein super guter Pixel-Artist ist bei denen. Tja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Um die Baden nicht zu gefährden. Jetzt können sie keine Lieder singen mehr über meinen Erfolg. Aber ich werde nachher nochmal zur Stadt zurückkehren, um die ganzen Truppen zu holen. Wir müssen eh nochmal schauen. Also ein weiteres Upgrade für die Stadt gibt's nicht. So, dass mich hier die Sache, wenn wir den upgraden, kriegen wir Troubadoure. Die Steigung von den Barden hier. Hier gibt es auch ein Upgrade und dann bekommen wir, aber wir brauchen dafür das Sägewerk als vorlaufendes Gebäude. So, können wir uns auch übrigens ansehen, nämlich in der Truppeneinberufung.
Das wären die normalen Bänkelsänger, die werden jetzt nicht automatisch komplett geupgradet. Und dann haben wir hier die Troubadour, die halt 2 Stöpfungspunkte geben und 1 Chaospunkt. Und natürlich ein bisschen stärker sind als die Barden. Die geben auch einen besseren Verteidigungswert für Verbündete, wenn die halt ihre Barde spielen. Und haben mehr Verteidigung, Nahkampfoffensive, auch ein bisschen mehr Leben. Schaden ist auch ein bisschen höher. Also alles super. Hat beides plus 7. Da können wir jetzt wieder die Axt benutzen und das Schild. Ist ein bisschen ausgeglichener. Ein zu viel gekauft, macht aber nichts. Ich glaube, dann sollte ich jetzt... Weiß ich gar nicht, was macht das Upgrade? Ach, Schilde der Ordnung kann ich dann rekrutieren. Und die besseren Bogenschützen. Und man kann die Truppen jetzt upgraden, was ja auch gut ist. Lass mich Truppen aufrüsten. Blöpp, blöpp. Also muss... man kann, okay, man kann die Truppen natürlich auch in die Verteidigung rekrutieren, die da aufrüsten. Man muss natürlich ein bisschen schauen. Man kann Ressourcen natürlich auch verkaufen. Dafür kriegt man nicht viel. Mal eben kurz auf die Uhr gucken, weil ich habe nachher noch einen Termin. Können natürlich Truppen auch zur Verteidigung hier reinschicken. Ups, nee, das wollte ich ja nicht machen. Gehen wir zu den Herrschaften hier oben mal. Die 2000 Gold. Quelle des Wissens. Stufe 6. Ein bisschen EP geholt. Komm, plus 10 Nahkampfoffensive.
keine Ahnung, warum die immer noch kämpfen wollen. Ja, mit den verbesserten Truppen sieht das nämlich schon schlecht für die aus, dass die überhaupt was gegen uns machen können. Einzige, was eigentlich im Spiel fehlt, finde ich, Truppenerfahrung. Aber ich glaube, dann wird es noch schwieriger zu balancieren. Weil sonst ist halt alles drin, was wichtig ist, finde ich. So, dafür brauchen wir 5 himmlisches Erz. Bauen wir die Akademie. Plus 10 Verteilung. Das kostet natürlich alles himmlisches Erz, aber du kannst hier auch die Truppengeschichte erhöhen. Akademie wäre vielleicht sogar besser gewesen zum Bauen. Aber ist jetzt nicht schlimm. Schöpfungsschnörkelturm, plus 1 Schöpfung. Ah, das ist ja schön, wenn du über die Essenz gehst, siehst du, welche Truppen in deiner Armee die generieren. Siehst du das oben links? Vor den Minen ragten Pfahlkreaturen auf, von denen Cecilia Tapferz in Legenden gehört hat, diese aber nie erblickt hatte. Das waren die Gehörnten mit der Kraft und der Schnelligkeit von Widdern und von ähnlichem Gemüt. Ihre unerschrockene Kampfbereitschaft war Gegenstand vieler Lieder aus der Zeit Aurelias. Wer führt euch an? Wer wagt es, den Pakt zu brechen und Tapferherzlande zu besetzen? Gerndra Sturmhelm ist es, die es wagt. Sie hat keinen Pakt gebrochen und verlangt eure Vernichtung. Kehrt zu dieser Sturmhelm zurück, Gehörnte, und dringt nicht weiter vor. Lasst uns den Pakt erneuern und Frieden wiederherstellen. Kleiner Mensch, die Zeit der Worte ist vorüber. Jetzt hebt eure armseligen Schilde, damit wir sie zerschmettern können, Sturmhelm. Keine Macht den Gehörnten. Gegnerische Zielfernkampftruppe schwächen. Ziehen wir dich mal nach vorne noch. Insektenscham. 6 Schaden an Zieltruppe verursachen. Bleib tot. Das ist der Bard-Song. Wieder nur ein paar Geister.
Einfach nur gemäht. Ja, das ist, weil ich zurückgelaufen bin und die Truppen aufgewertet habe. Normalerweise hast du an der Stelle schwächere Truppen. Von oben konnte Cecilia tapfer den alten Pfad sehen, versperrt von einigen Felsen. Ein paar starke Soldaten räumen die Felsen beiseite und machen den Weg frei. Ach, das ist eine Abkürzung. Ich dachte schon, ich muss ganz außen rum jetzt laufen. Plus 3 Offensive. Plus 3 Verteidigung und hier nehmen wir das Schimmergewebe. Da sehen wir jetzt übrigens, dass das Buckler direkt angelegt wurde gegen das Rundschild. Ja, was wir jetzt haben, nochmal Bogenschützen oder möchte ich nochmal Ritter haben? Ich glaube, ich möchte nochmal 18 Bogenschützen. Beziehungsweise ich mache jetzt 2 hiervon, die grade ich ab und dann die 18. Das sind ja alles hier noch Restbestände. Ups. Den Hüter wieder rausholen. Lass die plus 10 Verteidigung reinholen. Und dann machen wir es jetzt auf dem Weg nach Süden. Hier links gab es ja, glaube ich. Ach, verdammt, da gab es auch irgendwie noch einen Weg, ne? Ja, aber was uns da im Süden erwartet, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit der zweiten Mission von dem Lied aus Songs of Conquest. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Lasst ein Like und Kommentar da. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Und ein Follow, falls ihr noch nicht gefollowt habt bis jetzt.